Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ja, fangen wir direkt mal ganz vorne an. Ich brauche eine neue Begrüßung, weil mir wurde gesagt, dass ich meine Leute nicht mit Yo Leute, was geht ab begrüßen kann, weil es sich irgendwie nach einem Gaming-Channel anhört. Das heißt, ich brauche eine neue Begrüßung und jetzt seid ihr dran und ihr gefragt. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram, mein Name ist unten verlinkt, was ihr euch als Begrüßung wünschen würdet oder was man sagen könnte als Begrüßung. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Ich hoffe, wir finden irgendwas, weil ja, jetzt habe ich irgendwie mal öfter darauf geachtet, wenn ich euch begrüßt habe. Und ich finde auch irgendwie, dass es sich cringe anhört. Naja. Auf jeden Fall sitze ich hier gerade und schneide mein Video, was ich heute auch hochladen werde. Red Bull darf natürlich nicht fehlen und hier seht ihr mal hier gerade mein Schnittprogramm und ja, genau, auf jeden Fall bin ich hier gerade am Produzieren und ich denke mir nur so, okay Chiara, du musst jetzt dranbleiben, du musst jetzt mehr Videos bringen und das werde ich jetzt auch tun. Ich werde ab jetzt viel mehr Videos bringen, habe ich mir geschworen, deswegen fängt hier direkt auch schon mein nächstes an, obwohl ich schon mit dem einen fertig bin, aber kein Ding, das machen wir schon. Okay, der Anfang ist gemacht, ich würde sagen, ich schneide jetzt mein Video fertig und danach sehen wir uns wieder. So Leute, an dieser Stelle mache ich euch mal ein kleines Voice-Over. Das Problem war einfach, im Stall war so viel los und die Geräuschkulisse war so hoch. Es haben Hunde gebellt, Kinder waren die ganze Zeit da am Rumlaufen. Also wirklich, es hat mich auch mega genervt. Deswegen dachte ich mir, es wäre einfach besser, wenn ich jetzt so ein kleines Voice-Over mache und euch das einfach alles nochmal in Ruhe erkläre. Der Makan wurde auf jeden Fall in seinem Leben noch nie bandagiert, deswegen mache ich heute ein Video darüber, wie ich ihn zum ersten Mal in seinem Leben bandagiere. Und ich habe mich echt mega auf das Video gefreut, weil ich liebe es einfach, wenn Pferde mit Bandagen laufen. Das sieht einfach so schön aus und ich finde einfach so, keine Ahnung, das macht einfach richtig Spaß auch zu bandagieren. Auf jeden Fall habe ich ihn natürlich erstmal richtig schön geputzt, damit das Pferd auch schön sauber ist. Und danach habe ich ihn schon so fertig gemacht, dass ich wirklich nur noch bandagieren musste. Klar, Trends ist auch noch nicht drauf, aber ich meinte halt wirklich komplett sauber, der Sattel drauf und einfach alles so, dass ich nach dem Bandagieren möglichst schnell losgehen kann, falls er das scheiße findet und falls er nervös wird. Weil, ja, das wäre dann echt nicht so cool. Und eigentlich binde ich ihn auch nie da vorne an. Also dieses beidseitige Anbinden mache ich eigentlich nicht. Und ja, das waren halt einfach so ein paar Faktoren, wo ich mir dachte, okay, jetzt einfach schnell. Dann habe ich auch schon angefangen und habe die Bandagierunterlagen drauf gemacht. Gerade beim ersten Mal wollte ich einfach lieber erstmal Bandagierunterlagen drauf machen, weil, ja, falls das Pferd unruhig wird und man kann nicht so mega ordentlich bandagieren wie sonst und muss halt ein bisschen, ja, sich beeilen, dann finde ich das mit Bandagierunterlagen einfach ein bisschen angenehmer. Aber wie ihr gerade seht, ich habe einfach vergessen, meine Bandagen richtig rum aufzuwickeln. Also konnte ich es ganz normal abmachen und erstmal die Bandagen richtig aufwickeln. Jetzt spiele ich euch aber wieder den Ton ein von dem Video selbst. Eigentlich schon, ne? Naja, dann lernt er gleichzeitig noch Geduld. Makan. Saupanz, der legt sich ja immer mit mir an. Der sieht so hübsch aus. Frech ist er trotzdem. Der ist hübsch. Das macht es nicht wieder gut. Noch ein bisschen.
So, und dann ging es auch schon los mit dem Bandagieren. Nachdem ich endlich meine Bandagen mal richtig aufgewickelt habe, es hat mich echt voll genervt. Das ist natürlich immer so, wenn ich ein Video drehe, dann, keine Ahnung, geht irgendwie alles schief und ich habe nichts geplant gefühlt. Aber auf jeden Fall habe ich wieder die Bandagierunterlagen drunter gemacht. Und hat dann angefangen. So schlimm, ne? Und wie ruhig steht er bitte da? Das ist so krass. Also er hatte noch nie was an den Füßen und ich er lässt sich einfach mal so Bandagen ums Bein wickeln. Fand ich echt saukrass, mega cool. Es hat echt Spaß gemacht. Ihr seht auch mein Lächeln in dem Video. Und ja, ich war einfach mega stolz auf ihn. Fand ich echt cool. Auch als der Reißverschluss dann aufging, hat er nichts gemacht und war mega brav. Echt cool. Aber ihr seht auch jetzt, wie ich mich freue. Da hat sie Spaß, gell? Bist du wieder stolz auf ihn, ne? Ja, ja. Toll. Jetzt tänzelt er. Big, big love, sage ich nur dazu. Ist egal, er darf alles sich jetzt erlauben. Alles. Das Gummibärchen fressen. Sag nicht alles. Alles darf er sich erlauben. Everything. Go for it. Hat er auch schon besser gelernt jetzt, gell? Ich liebe dieses Pferd von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, immer. Okay, let's go. Runde weg. Warte. Also Leute, ich habe mir das ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Er sieht toll aus, er sieht wirklich toll aus. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich direkt auch hinten drauf gemacht. Aber ich muss sie erst aus der Wäsche holen. Das heißt, ich habe die gerade gar nicht da. Aber gebt euch das mal. Wie ein großer. Wow. Der sieht so geil aus. Richtig schick. Komm. Cute boy. Sieht voll fancy aus. Ich mag aber auch das Blau. Ich liebe diese Farbe. Einfach toll. Ich lasse ihn auch jetzt hier gar nicht so lange laufen, weil sonst ist er zu müde. Und dann setze ich mich da gleich drauf. Ach so, und ich würde sagen, beim nächsten Mal mache ich einfach direkt auch hinten welche drauf. Also im nächsten Video gucke ich dann mal, dass ich alle vier Füße bandagiere, weil hinten ist nochmal für Pferde immer ein bisschen was anderes. Da heben die manchmal ganz komische Füße, wenn die da was dran haben. Aber ja, ich würde sagen, sollte klappen, so wie der gerade reagiert und so wie der gerade läuft. So Leute, dann bin ich auch schon aufgestiegen in der Halle und ausnahmsweise mal mit Aufsteigklotz. Tatsächlich mache ich das bei Makan eigentlich ohne, weil ich in Luxemburg immer ohne aufsteigen musste und so. Deswegen wollte ich das auch eigentlich so beibehalten. Aber diesmal, ja, habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Einer der Gründe, warum ich eigentlich auch wirklich nie mit Aufsteighilfe dann aufsteige, ist genau der, weil das macht er immer nur mit Aufsteigklotz, dieses Wegdrehen, wenn man gerade aufsteigen möchte. Und wenn man das ohne macht, dann dreht er sich gar nicht weg, dann bleibt er auch stehen. Aber was ich cool bei ihm finde, ist, dass er jetzt stehen bleibt, immer bis ich meine Zügel aufgenommen habe, bis ich den Steigbügel aufgenommen habe. Mega cool, sau angenehm.
Wie ihr seht, sind die ersten Tritte mega unspektakulär. Deswegen ist es auch einer der Gründe, warum ich einfach gedacht habe, ich nehme jetzt auch nochmal das mit den 4 Bandagen, also auch mit den hinteren Bandagen mit in dieses Video rein, weil, ja, keine Ahnung, das war einfach so, als ob ich normal reite. Es hat sich einfach nichts anders angefühlt. Es sah einfach vielleicht nur cool aus von außen, dass der auf den 12 Vorderbeinen dann bandagiert ist, aber mehr gab es auch irgendwie nicht so. Ihr seht auch gleich im Trab oder im Galopp, verändert sich halt nicht mega viel oder ist halt nicht mega viel anders. Und ja, das war halt ein bisschen blöd irgendwie. Naja, der kleine Mann war auf jeden Fall etwas angespannt. Das sieht man auch im Video. Jetzt trabe ich auch noch mal ein bisschen an. Das Problem ist einfach, dass da hinten seht ihr zwar noch ein anderes Pferd, was mit mir reitet, aber er mag das tatsächlich nicht so gerne, wenn es so ruhig in der Halle ist. Also mega komisch. Am Anfang mochte der das nicht, wenn zu viel Trubel ist. Und mittlerweile mag es nicht, wenn es zu ruhig ist. Er geht tatsächlich mit mehr Pferden und mehr Trubel besser, als wenn er sich zu viel darauf konzentrieren kann. Echt mega komisch. Aber ich glaube, das ist auch nur so eine Phase bei ihm. Im Moment hat er den Kopf immer ziemlich weit oben, aber ich möchte halt nicht so stark im Maul sein. Deswegen mache ich halt da jetzt auch nicht so viel. Am Anfang versuche ich immer eher, ihn nach vorne zu kriegen und ein bisschen anzumachen, damit er erstmal den Vorwärtsgang drin hat und die Bewegung erstmal flüssig wird von ihm und er gerade Linie läuft und nicht so diese Schwankenden, weil manchmal läuft er, als wäre der besoffen. Irgendwann fängt er dann aber auch an, das Gebiss zu suchen und ans Gebiss ranzugehen. Und wenn das der Zeitpunkt ist, wenn er sich so ein bisschen ausstreckt, dann nehme ich auch die Zügel an und dann versuche ich die Verbindung zu halten, so wie jetzt gerade. Da habe ich dann die Verbindung stetig im Maul mit ihm. Aber genau, das mache ich halt immer nur, wenn er sich dann auch wirklich ans Gebiss randehnt und das zulässt und versuche ihn dann nicht irgendwie in diese Position reinzuzwingen. Er ist ja auch noch jung und ich will ihn damit nicht überfordern. Im Galopp macht er das echt ganz gut, finde ich. Und ja, der hat auch einen schönen Vorwärtsgang drin, das mag ich sehr bei ihm. Ich lasse Zügel aber auch hier nicht zu fest und möchte ihn da auch nicht irgendwie immer nur zurückholen, weil er soll ja erstmal seine Bewegung entwickeln dürfen. Und das war mir da auch ganz wichtig. Aber es hat er echt schön gemacht, der Galopp sieht echt schön aus mittlerweile, finde ich. Und er macht das echt brav, also ich bin begeistert von ihm. Hier seht ihr es dann gleich auch nochmal an der langen Seite. Ich finde, da sieht man das immer ganz gut, dass er eigentlich eine echt schöne Haltung hat und versucht immer schon die Spannung zu halten im Körper. Nur das Einzige ist halt, wie gesagt, ich muss ihm halt echt noch oft so die Richtung zeigen, weil er irgendwie ja nicht so liniensicher ist. Aber das ist ja auch noch ganz normal. Dann standen wir auch draußen. Ich bin mega stolz gewesen, weil er echt cool gelaufen ist und es so brav gemacht hat. Trotz, dass er ein bisschen nervös war am Anfang, was ich natürlich unterwegs immer merke, weil er zeigt einem immer relativ schnell, wenn irgendwas ist. Aber er hat es trotzdem echt cool gemacht und er ist einfach so ein süßes Pferd. Negro, stopp. Stopp. So, willkommen zum nächsten Tag, weil ich habe euch ja gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal den Markan auf allen 4 Beinen bandagieren. Und das werde ich heute umsetzen. Aber an erster Stelle steht es erstmal, den Negro ein bisschen zu bewegen und dass der Negro auch Spaß hat. Und ja, wie ihr seht, hatte er Spaß. Ich gehe mit ihm runter aufs Paddock, wo wir die Pferde eigentlich im Winter draufstellen, damit er sich da halt ein bisschen wälzen kann, ein bisschen Spaß haben kann, weil es ganz einfach doof ist, wenn er nicht auf die Wiese darf zu den anderen, dass er gar nicht rauskommt. Deswegen kommt er halt eben da unten aufs Paddock und er darf halt nur auf ein kleineres eingezäuntes Stück vom Tierarzt aus. Also ich habe das nicht entschieden, sondern der Tierarzt aus meinte das. Er meinte sogar, eigentlich sollte er gar nicht auf die Wiese, aber ich habe gesagt, das kann ich nicht machen mit dem. Es geht einfach nicht, es tut mir einfach zu leid und ja,
er wird schon wissen, was er macht und was er nicht macht. Tatsächlich muss ich ihn manchmal ein bisschen bremsen, wenn er dann wieder anfängt, so völlig abzuspacken. Aber zum Beispiel heute war auch so ein Tag, da ist er wieder mega abgegangen. Er hat sich einfach sau gefreut, weil die Sonne draußen war. Und ja, gut, kann man nichts machen. Jetzt war er auf jeden Fall ein bisschen da unten auf dem Paddock und ist irgendwie hier noch ein bisschen grasen. Mein Hund meint, die müsste auch grasen. Die hat dem Negro zugeguckt und jetzt macht sie es auch. Naja, egal, lassen wir das. Ja, genau, ich bewege auch Negro mehrmals am Tag. Also ich bin locker dreimal am Tag hier und gehe mit ihm spazieren. Der kommt in die Führanlage. Oder wir machen halt das hier, grasen. Ja, und ich denke mal, ab morgen, übermorgen darf er dann auch wieder auf die normale Wiese mit den anderen zusammen. Aber halt auch abgetrennt und auf einem eigenen Stück, damit die sich nicht wieder gegenseitig kappeln und ja, der wieder getreten wird. Das wäre echt richtig dumm. Ja. Und der Makan ist gerade auf der Wiese. Und wenn der reinkommt, dann werde ich reiten, bandagieren, wie auch immer. Aber ich dachte mir, ich zeige euch auch mal, wie Negro so den Tag verbringt. Und ihm geht es, glaube ich, auch wieder besser. Ich darf ihn ja im Moment nicht traben, deswegen kann ich halt nicht sagen, ob er im Trab noch lahmt. Aber ja, es sieht ganz gut aus. Also er belastet das Bein auch wieder beim Fressen. Hier seht ihr auch, er hat das Bein wieder vorne stehen beim Fressen. Oh ne, warte, hier. Und ja, morgen kommt dann der Tierarzt und wird dann weiteres mit mir besprechen. Aber ich denke mal, das wird jetzt nicht mehr so lange weitergehen. Das freut mich auch echt, weil ja, wenn es Negro nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut. Naja, auf jeden Fall ist heute schönes Wetter. Ich habe trotzdem Pulli und noch einen Pulli drunter, aber das ist nur, weil wenn der Wind kommt, dann ist es echt kalt. Aber ansonsten finde ich es echt nice heute. Also ich kann mich nicht beschweren. Das ist auch sehr gut für Makan heute, weil wenn es nicht so kalt ist, dann ist er auch nicht so scheiße drauf. Dann habe ich es halt ein bisschen einfacher.
Ja, Leute, jetzt sieht man auch mal ein bisschen mehr den Unterschied zu den zwei Bandagen vorne. Der ist ein bisschen wie auf Eiern gelaufen irgendwie. Und tatsächlich hat er mir an dem Tag relativ gut gefallen. Aber ich fand, manchmal ist er so ein bisschen wie auf Eiern gelaufen und dadurch hatte der nicht so eine geile Bewegung. Gerade, okay, das Video, was ich natürlich jetzt gerade reingeschnitten habe, da hat er natürlich eine richtig schöne, flüssige Bewegung gezeigt und auch eine sehr schöne Aktivität in den Beinen. Aber ich meine, das Video, wo ich gerade aus dem Stall gegangen bin, da sieht das so ein bisschen komisch aus. Da hat er irgendwie die Hinterbeine so ein bisschen, als ob die gelähmt wären, bewegt. Und ich finde den Ritt aber auch richtig schön. Ich konnte euch leider nur so mega abgehackte Schnitte reinsetzen, weil ich halt einfach noch Leute mit in der Halle hatte, die mitgeritten sind. Und wenn ich jetzt so schnell an denen vorbeigaloppiere, dann sind die natürlich verschwommen und man sieht die nicht richtig. Aber es gab auch Momente, da sind die Schritt an einem vorbei, da hat man die natürlich genau erkannt und dann muss ich das einfach rausschneiden leider. Also muss ich jetzt hier so ein bisschen schauen, was ich euch reinschneiden kann und was eben nicht. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden und ich hoffe, ihr seht trotzdem, wie er läuft. Und genau, da seht ihr zum Beispiel, da geht er richtig schön an die Hand dran, da halte ich auch direkt die Verbindung. Mega cool, es macht richtig Spaß, ihn zu reiten. Und der Ritt war deutlich besser als der davor, definitiv. Ich weiß nicht, ob es an den Bandagen lag oder einfach, dass er einen besseren Tag hatte. Aber auch hier im Galopp dient er so richtig schön runter ans Gebiss. Hey Leute! Hey Leute, also ich weiß, ich habe echt mittlerweile ganz schön krasse Übergänge von ich bin fertig mit Reiten hin zu ich sitze jetzt plötzlich mit 4 Bandagen auf dem Pferd und von ich sitze gerade eigentlich nur auf dem Pferd hin zu ich hole Neko von der Wiese. Aber das liegt einfach daran, dass die Leute, die ich mit habe beim Reiten, einfach vergessen zu filmen und ich dann sehr wenig Material fürs Video habe, deswegen ja, gibt leider diese blöden und abgehackten Anfänge und ja, Übergänge. Auf jeden Fall ist gerade der nächste Tag und ich habe Neko gerade von der Wiese geholt oder er gesagt, ich hole ihn gerade, weil der Tierarzt da ist und über seine Schulter drüber guckt. Und wenn das geschehen ist, dann kann ich euch nämlich auch noch ein kurzes Update dazu geben, wie es der Neko jetzt eigentlich geht. Wie ist das passiert bei ihm? Der wurde getreten auf der Wiese. An die Schulter getreten? Ja, genau. Scheiße, nicht schön, oder? Nee. So, und schon sind wir auf dem Weg zurück. Der Tierarzt kam uns entgegengefahren mit dem Auto, weil unsere Wiese so krank weit weg ist. Und dann hat er sich den hier gerade mal auf der Straße angeschaut. Und er meinte, sieht gut aus. Also, er hat ihn jetzt zwar nochmal gespritzt, weil er noch so ein bisschen Schmerzgedächtnis hat. Aber ansonsten geht's voll klar. Weil er einfach, ja okay, weil es natürlich noch nicht zu 100% gut ist, aber er meinte, wir können eine Woche jetzt noch ein bisschen longieren, ist ja schon mal mehr als Schritt, das ist schon mal gut, und danach können wir dann anfangen, leicht zu reiten und locker zu reiten, immer ein paar Runden mehr, immer ein paar Minuten mehr und dann kann es wieder losgehen. So Leute, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.